Wir haben heute hier Tobias Flüger von Informationsstelle Militarisierung, der aus Tübingen hierher gekommen ist und ein paar Worte jetzt mit uns redet. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Besucher von Berlin, ich glaube, wir haben hier eine sehr wichtige Demonstration heute hier. Es sind vor allem junge Israelis und Iranerinnen und Iraner, die auf eine konkrete Kriegsgefahr hinweisen wollen, insbesondere jetzt vor den bevorstehenden US-Wahlen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier reden darf. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Ereignis, weil es so ist, dass tatsächlich Menschen aus den Ländern, die nachher von dem Krieg betroffen wären, direkt hier demonstrieren und deutlich machen, dass sie diesen Krieg nicht wollen. Wir sollten ganz klar sagen, wir unterstützen diejenigen, die hier demonstrieren, darin, dass wir ganz klar sagen, nein zu einem Krieg gegen den Iran, nein zu einem Krieg zwischen Israel und Iran. Wie konkret diese Kriegsgefahr ist, zeigt ein Manöver, was gerade eben israelische und US-amerikanische Militärs durchgeführt haben. 4.500 Soldaten haben an einem Manöver teilgenommen, das sich ernste Herausforderung nennt. Und in diesem Manöver wurde konkret geübt, wie ein Angriff auf den Iran durchgeführt werden kann. Wir wissen, dass im Moment die israelische Regierung sagt, die konkreten Angriffspläne seien etwas verschoben. Der Verteidigungsminister hat gesagt, im Moment würde das quasi nicht direkt auf der Agenda stehen. Der Hintergrund ist offensichtlich ein Deal zwischen der US-amerikanischen und der israelischen Regierung, dass man sich darauf geeinigt hat, man macht diesen Angriff, aber man macht ihn später. Und ich glaube, genau das ist ein wichtiges Zeichen für uns, dass wir hier mobilisieren gegen einen Krieg und dass wir ganz deutlich machen, wir wollen diese Kriegsgefahr nicht. Ich glaube auch, dass wir auf einen Aspekt hinweisen müssen, der sehr häufig nicht verstanden wird. Es heißt immer, mit Sanktionen würde das Regime im Iran und Ahmadinejad getroffen. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, getroffen wird dadurch vor allem die Bevölkerung im Iran und das Regime wird dadurch gestärkt. Diese Sanktionen sind kontraproduktiv. Sie sind der Vorbote für Krieg. Wir lehnen diese Sanktionen, die die Bevölkerung treffen, eindeutig ab. Wir wollen das nicht. Kriegsdrohungen sind auch immer ein Mittel, innenpolitisch Macht zu erhalten. Genau das sehen wir im Iran einerseits, aber auch in Israel. Netanyahu, der jetzt eine neue Partei zusammen mit dem Außenminister Lieberman im Moment gerade gestaltet, benutzt diese Kriegsdrohung genauso für einen Machterhalt. Und es ist schon auffällig, wie viel Ähnlichkeiten inzwischen zwischen Ahmadinejad und Netanyahu auftauchen. Netanyahus Auftritt vor der UN erinnerte an Auftritte von Ahmadinejad während des Wahlkampfes im Iran. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, da nähern sich Kriegstreiber immer mehr an. Und wir sind gegen diese Kriegstreiber. Und wir sagen ganz klar, wir wollen das nicht, dass hier auf dem Rücken von Bevölkerungen immer weiter Krieg betrieben wird. Und es wird immer mehr abgelenkt. In Israel gibt es umfangreiche Sozialkürzungen. Und auch davon wird abgelenkt. Und die Unterdrückung der Opposition im Iran mit diesen Kriegsdrohungen, auch davon wird immer weiter abgelenkt. Und der Westen, und das ist das Schlimme daran, beteiligt sich bewusst an der Schraube immer weiterer Sanktionen, immer weiterer Kriegsdrohungen. Und wir sollten deutlich machen, hier vor der US-Botschaft und weil wir uns in Deutschland befinden, weder die US-amerikanische Regierung noch die deutsche Regierung sprechen hier für die Bevölkerung im Iran oder Israel. Von dort aus hören wir das Zeichen, dass ein Krieg nicht gewollt wird und dass Sanktionen nicht gewollt werden.
Und wir sollten klar sagen, wir unterstützen diejenigen, die gegen Sanktionen sind, die gegen Krieg sind, die gegen Besatzung sind und gegen staatliche Unterdrückung. Genauso, wie es auf eurem Transparent heißt. Und ich denke, die Friedensbewegung, Antikriegsbewegung der verschiedenen Länder sollten sich gegenseitig unterstützen. Und wir sollten klar sagen, diese Kriegsgefahr ist ernst. Und wir setzen hier ein Zeichen gegen diesen möglichen Krieg. Wir wollen das nicht. Und wir wollen, wenn wir uns hier in Deutschland befinden, natürlich vor allem auch nicht, dass die deutsche Regierung an dieser Sanktions- und Kriegsschraube mitdreht. Und auch da wollen wir ein klares Zeichen setzen gegen Krieg, Kriegsunterstützung und das, was quasi in den Medien dazu läuft. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich denke, dass wir jetzt alle gemeinsam auch laut das sagen können. Nein zum Krieg, nein zu den Sanktionen, nein zum Krieg, nein zu den Sanktionen, nein zum Krieg, nein zu den Sanktionen. Nein zu den Sanktionen.